unbeschreibliche Qualität dieses Werkes liegt in der absoluten Einheit zwischen Text und Musik. Also die Handlung wird vollkommen von der Musik getragen. Ein Gesetz besteht aus zwielen Stollen, die gleiche Melodie haben sollen. Es ist im Grunde genommen ein Kunstraum, ein Museum, wenn man so will. Wir schaffen einen Kunstraum, in dem wir Kunstwerke der damaligen Zeit, nämlich der deutschen Renaissance, sehen. Die Auseinandersetzung mit der festgelegten Meisterkunst ist der eigentliche Konflikt in diesem Stück. Stolzing mischt die gesamte Meistermannschaft auf. Die Kostüme sind im Grunde genommen sehr stark stilisiert. Man erkennt aber all die Gegebenheiten, die die deutsche Renaissance im Kostüm hatte. Es ist im Grunde genommen dieses ideelle Bild, also als ob man ein Kostümbuch aufklappt. Es ist schon etwas Besonderes, mit Meistersinger ein Vierteljahrhundert Tätigkeit an der Chemnitzer Oper beenden zu können. In erster Linie vor allem, dass ich nochmal nahezu das komplette, im Augenblick engagierte Ensemble für die Zusammenarbeit habe. Das Leben geht weiter, der Beruf geht weiter. Ich roste nicht.